Da habe ich irgendwie keine Ahnung, wenn ich das hier so sehe. Ja, da ist nix. Aber hier... Uah, das war schon wieder hart an der Grenze zum Skill. Wobei das auch irgendwie dumm war, aber es war auch irgendwie skillig. Weil darauf muss man auch erstmal kommen, dann vom Yoshi abzuspringen, ne? Ist ja auch nicht unbedingt... Huch, wo komme ich denn jetzt denn? Ja, mal schauen, wohin uns die Wolke führt. Ich bleib einfach mal ganz oben, denn wenn ich oben bin, dann kann ich bestimmt besser sehen, wenn ich irgendwo ein Geheimnis finde. Irgendwie eine Röhre in der Luft oder so. Ja, oder hier die Mitte des Levels. Aber das hat ja... Toll. Ich wollte gerade sagen, es hat ja was für sich, das ganze Level zu überfliegen, und zwar mit einer Wolke, aber hat ja auch nicht sollen sein. Wie war das denn noch? Ja, du kommst mal. Weil ich glaube nicht, dass wenn ich den P-Switch aktiviere, dass da Münzen kamen. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Aber jetzt hier... Alter, das muss doch hier nicht schief gehen. Kommt da noch? Ja, da kommt gleich der nächste. Direkt der nächste Koopa. Ich wette, ich kann bestimmt auch nicht in die Röhre rein oder so. Ich versuche hier gerade was, das ergibt gar keinen Sinn oder so. Ja, aber ich habe ja gesagt, also ich kann ja auch super in die Röhre rein. Aha, hier gibt es also auch einen Secret Exit. Ist ja gut zu wissen. Habe ich jetzt nämlich gerade gar nicht geguckt. Aber dann haben wir den Secret Exit gefunden. Dann können wir jetzt nochmal das normale Level machen. Und jetzt führt uns der Weg wohin? Noch ein Forest of Illusion Level. Forest Secret Area. Aber ich mache erstmal hier 4. Mal sehen, wo dann der Weg hinführt. Ja. Aber ich glaube, der führt uns dann wieder zum Wasserlevel zurück. Und dass das in der Mitte nun einfach eine Kreuzung war oder so, wenn man so will. Irgendwie nervt mich. Wie heißt eigentlich der oben nochmal? Der spielt doch auch bei Super Mario 64 mit oder so, ne? Also ich hab ja nicht jetzt hier die Mario-Expertise, aber so ein bisschen... Also ich habe immer so gefährliches Halbwissen, wenn es um Mario geht. Und ich habe auch hervorragenden Skill, wenn es um Mario geht. Ich habe hervorragenden Skill, wenn es um Mario geht. Wollte ich nur nochmal so erwähnen. Ich meine, ich habe jetzt einfach mit Absicht hier die beiden Pilze verloren, um euch zu zeigen, wie Superman zwischen diesen Stachelviechern einfach so ganz einfach springen kann. Und ich verstehe auch gar nicht die Leute, die das schwierig finden oder so. Das ist ja ganz easy. Easy going ist das ja quasi. Huch, nee. Genau, das wollte ich jetzt nur machen. Was will ich mit dem P-Switch eigentlich? Bringt der mir irgendetwas? Hier oben ist doch bestimmt eine Feuerblume. Wow! Was man für Erinnerungen hat. Ich habe doch garantiert das Level schon mal vorher gespielt. Also bestimmt in der Kindheit. Ich glaube, ich war auch schon in der Kindheit, war ich so crazy drauf, dass ich tatsächlich das bestimmt mal durchgespielt habe. Also komplett. Und ich weiß das bloß nicht mehr. Ich kann mich ja auch, wie gesagt, an die Star World nach der Star World erinnern. Also habe ich das bestimmt auch schon mal gespielt. Aber ich weiß bloß nicht, ob ich mich dran erinnere, wenn ich das dann sehe. Aber bestimmt, bestimmt, bestimmt. Muss ja eigentlich so sein. Ja, hatte ich doch recht. Das ist einfach nur eine simple Kreuzung. Dann habe ich das Rätsel ja gelüftet. Dann haben wir hier auch relativ viel schon geschafft. Und dann haben wir hier noch ein normales Level. Das führt uns wahrscheinlich dann aus dem Forest raus. Aber das hat es jetzt bestimmt in sich. Denn es ist das Forest of Illusion Secret Area Level. Genauso hieß das. Und das hat es bestimmt jetzt total in sich. Also es ist total erstmal abartig. So ein bisschen. Aber ich glaube, ich sammle einfach mal alle Dragon Coins oder so ein. Ist ja jetzt so schwierig nicht. Ich meine, wir haben ja hier keine Abgründe oder so. Ist ja nicht so, dass das Level jetzt irgendwie schwierig oder herausfordernd wäre. Ne? Also hier ist auch direkt der nächste. So, wo ist hier unten jetzt die Dingens? Ne? Also wollte ich jetzt hier nur mal so anmerken. Ja, was habe ich heute eigentlich schon wieder gelesen? Ich habe schon wieder bei... Toll, ich sollte nicht anfangen, Gesprächsthemen zu suchen, dann spiele ich nämlich mal schlecht. Erstmal hier drauf eine River Cola trinken, auf diesen Tod schon wieder. Wie oft sind wir jetzt gestorben? Kann jemand mal einen Death Counter machen oder so? Das fände ich sehr knorke oder so. Wie oft wir jetzt sterben? Also wie lange wir sterben, das wäre ja auch interessant. Dann schreibt ihr, notiert ihr euch einfach mal immer die Zeiten, wie lange wir immer sterben. Ist bestimmt nicht immer dieselbe Zeit bei jedem Tod, deswegen notiert euch das mal und zählt das dann zusammen. In Sekunden bitte. Oder dann auch in Metern und Quadratmetern. Das fände ich auch noch als Angabe sehr schön. Und wenn das zu viel wird, dann vielleicht auch noch ein Hektar.
Und in A. A ist ja auch so eine landwirtschaftliche Größe, meine ich. Mhm. Mann, war das viel Dünnpfiff jetzt auf einmal. Geballter Dünnpfiff. Ich wollte mir am Montag schon wieder, wollte ich mir schon wieder einen Döner kaufen, weil ich wohne ja beim Dönerladen. Das wissen ja viele gar nicht und das glauben dann viele auch gar nicht, wenn ich das erzähle, dass ich tatsächlich wohne über einem Dönerladen. Ich habe jetzt aber keine türkischen Wurzeln oder so, das gehört ein paar Nachbarn von uns, also dem einen Nachbarn, also dem einen Türken-Nachbarn, die mehrere sind, weil sie, also dem einen Türkenmieter, also der hier wohnt im Haus und so weiter. Egal. Auf jeden Fall, der hat einen Dönerladen und so weiter. Und da will ich mir immer montags einen Döner kaufen. Das schon seit einem gefühlten halben Jahr oder so. Warum? Weil montags der Döner um 50% reduziert ist. Der ist dann günstiger. Und irgendwie hat der Dönerladen das schlau angestellt. Also ich habe auch gefühlt schon an jedem Tag habe ich einen Döner gekauft. Nur noch niemals an einem Montag. Ich habe es noch nicht geschafft, am Montag einen Döner zu kaufen. Ich will ja unbedingt am Montag mal Döner essen, weil er dann günstiger ist. Und jede Woche danach, nach dem Montag, sage ich mir, nee, montags wolltest du ja den Döner essen, dann wartest du jetzt bis zum nächsten Montag. Dadurch esse ich fast nie Döner. Aber ist ja auch nicht im Sinne der Sache, ich will ja Döner essen. Aber ich will ihn montags haben, weil er dann günstiger ist. Ist gar nicht zu fassen, oder? Als ob der Körper irgendwie so eine Schutzfunktion hätte, dass der Körper irgendwie verhindert, dass ich mich montags daran erinnere oder mich montags dazu aufraffe, den Weg nach unten zu beschreiten. Weil theoretisch könnte ich auch den Döner einfach bestellen oder so. Da waren drei Extra-Leben, die hätte ich gerne. Wir machen immer noch einen No-Star-Run, merke ich gerade, ne? Also ich werde das Spiel durchspielen, ohne auch nur jemals einen Star zu kriegen. Das ist zumindest der Plan. Und wenn das nicht klappt, dann werde ich einen Save-State, dann werde ich die Rewind-Funktion einsetzen. Da könnt ihr euch schon mal ganz drauf verlassen. Jetzt geht's aber erstmal raus. Und da haben wir tatsächlich Forest Fortress. Das klingt auch komisch. Ich habe gerade gedacht, ich habe mich versprochen, das heißt tatsächlich Forest Fortress. Oh nee, ein Scroll-Level im Iggy-Style. Also in dem einen Levelabschnitt von Iggy, ich glaube, das war der zweite oder so. Und dann noch ein bisschen Wendy hier mit drin. Also ein bisschen widerlich ist das jetzt schon gleich zu Anfang. Aber so schwierig kann es eigentlich nicht sein. Ist ja immer noch das fünfte Schloss. Und ich kann mich auch hier dran wieder erinnern. So ein wenig, wenn ich das hier gerade spiele. Weil das sind irgendwie so Kleinigkeiten, wie das Level halt so aufgebaut ist und so weiter. Daran erinnert man sich irgendwie. Und Gott sei Dank habe ich schon die ganzen Schalter gemacht. Da muss ich hier nämlich nicht rumhüppeln. Wobei das so schwierig jetzt, glaube ich, nicht. Obwohl, ja, da ist ja die Säge und so weiter. Das könnte schwierig sein. Will ich jetzt aber nicht beschwören, dass das schwierig gewesen wäre. Wow, war das knapp. Und hier sind noch mehr Schalter, die wir freigeschaltet haben. Und dann noch einer. Da haben wir aber richtig Glück und so weiter, dass wir so viele Schalter freigeschaltet haben. So, jetzt hier erstmal durch die Türe. Ich weiß nicht, ob uns das direkt... Ich frage mich, ob hier nur ein Exit ist und ob uns das direkt dann zur Star Road führt. Das könnte sein. Weil ich meine, das ist ja eh schon voll geheim, wo wir hier sind. Aber ich glaube, ich spiele auch gerade richtig gut oder so, ne? Kann das sein? Könnt ihr das mal in die Comments schreiben, ob ich gut spiele? Damit ich mich halt an diesem Lob ergötzen kann und sagen kann, ich bin voll der Pro-Skilled Mario-Gamer. Das fände ich voll knorke. Ich finde ja diese Spieler, diese Let's Player, die Hack spielen und so weiter, die finde ich ja gar nicht so schlimm. Das ist ja okay und so weiter. Jeder soll ja spielen, was er will. Was ich aber schlimm finde, wenn die dann anfangen, an jeder erdenklichen Stelle einen Safe State zu setzen und so weiter. Hä? Haben wir hier zwei Bosse oder was? Na, dann mache ich erstmal den. Die an jeder erdenklichen Stelle... Oh nee, nicht der Reznor schon wieder. Den müssen sie auch hier an jeder erdenklichen Stelle einbauen. Aber was ich meine, dass die an jeder erdenklichen Stelle dann irgendwelche Safe States setzen, dann ständig neu laden und extra schlecht spielen, also vielleicht nicht extra schlecht spielen, aber unbewusst schlecht spielen. Und weil sie so schlecht spielen, spielen sie eh nie gut und dann müssen sie ständig den Safe State neu laden. Man sieht ständig dasselbe und denkt sich die ganze Zeit nur, warum spielst du so schlecht? Warum spielst du nicht einfach mal ein bisschen besser, so wenigstens durchschnittlich? Warum nicht? Das frage ich mich dann immer. Aber das ist auch irgendwie, das geht auch nicht in meinen Kopf rein irgendwie. Aber als ob die das mit Absicht machen. So, ach so, wir können nicht in die Fortress nochmal rein. Ja, und wo führte uns jetzt der andere Weg hin? Da bin ich ja jetzt nicht lang gegangen. War das ein anderer Gegner? Ich kann nämlich nicht nochmal in die Fortress, merke ich gerade. Habe ich jetzt irgendwie das Spiel kaputt gemacht? Schreibt das doch mal eben in die Comments, wenn ich das Spiel kaputt gemacht habe. Würde ich jetzt zumindest gerne wissen, wenn ich das Spiel kaputt gemacht haben sollte, dann tut es mir um das Spiel leid, aber das kommt schon mal manchmal vor. Kommt das, ne? Kompass. Genau, der Kompass. Also, Shockland Islands 1 gibt es keinen Secret Exit. Hier kann ich mir keinen vorstellen. Wo soll der hinführen?
Aber hier in Chocolate Island 2, und da muss ich jetzt erstmal die Infobox lesen. Das ist ja wie bei YouTube, als erstes mal die Infobox lesen. Here, the coins you collect or the time remaining can change your progress. Can you find the special goal? Also ich habe in Erinnerung, dass das überhaupt gar nichts mit den Münzen zu tun hatte. Also ich habe einfach nämlich, ich spiele jetzt einfach mal schnell. Wenn ich das Level nämlich schnell durchspiele, komme ich automatisch... Ah, ich will aber den Yoshi haben. Ich will den Yoshi haben. Dann komme ich nämlich automatisch zu dem Secret Exit und der führt mich, glaube ich, irgendwo bei Bowsers Welt lang. Da unten. Da gibt es dann nämlich nochmal einen Abschnitt. Und das nennt sich dann irgendwie Chocolate Secret Area. Den hatte ich nämlich auch mal versehentlich freigeschaltet. Ja, ja, habe ich alles versehentlich manchmal gemacht, während meiner Run-Versuche, die ich vorher gemacht habe, um zu trainieren. Ich hoffe, dass ich jetzt auch hier hingeführt werde. Ja, ja genau, hier war ich nämlich mal gestorben in einem Run, da habe ich mich voll geärgert. Genau, hier, Schlüssel und Secret Exit gefunden. Yeah. Und den habe ich versehentlich gefunden, das ist ein Secret Exit, aber den habe ich auch nur gefunden, weil ich das Spiel einfach mal, weil ich das Level einfach mal in normaler Geschwindigkeit gespielt habe. Ich meine, hallo, sorry, dass ich das hier in ganz normaler, aber bei Bowser gibt es auch Secret Exits, das kotzt mich jetzt schon an. Bei dem einen kann ich mir das gar nicht vorstellen, wo da ein Secret Exit sein soll. Ob ich das jetzt einfach mal fertig mache? Ich meine, ich habe das Gefühl, also zumindest bis zur Star Road mache ich jetzt diese Aufnahmesession. Ich glaube, es werden nicht mal 20 Parts. Es werden, würden nur 20 Parts, wenn man sich jetzt hier anstellen würde. Haben manche nicht schon Super Mario World und so weiter gespielt und sich dabei voll angepisst und angestellt, wie schwierig das doch sei? Habe ich auch so irgendwie grob in Erinnerung. Aber so schwer ist das doch gar nicht. Haben die irgendwelche Probleme? Haben die Lack gesoffen oder so? Das ist doch echt nicht schwer. Also ich habe keine Ahnung, was die falsch machen. Und hier kann man so schön runterrutschen. Da muss man auch nichts machen, außer die Falltaste nach unten zu drücken. Und man kann sogar rückwärts runterfallen. Das ist doch cool. Das ist doch voll stylisch. Das Level ist auch voll anspruchsvoll und so. Ich glaube, es war wieder ein Praktikantenlevel. Wobei, dafür ist es wieder zu schön designt und so weiter. Ich meine, das Praktikantenlevel, das war ja tatsächlich ein Praktikantenlevel. Chocolate Island 5 oder wie das hieß. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Das wird nach unten gehen. Ich habe wirklich nicht vorher trainiert, bevor mir das jemand irgendwie wieder unterstellen möchte. Das hier spiele ich alles blind, beziehungsweise nicht blind, ich erinnere mich ja aus meiner Kindheit daran. Deswegen ist es nur so halb blind. Wow, das war aber schon ein bisschen kniffliger. So, tausche mal die Feuerblume, die Feder gegen die Feuerblume. Hier ein paar Baseball, ach wie heißen die denn? Könnt ihr nicht mal in die Comments schreiben, wie die heißen? Ich habe das jetzt schon zigmal gefragt und keiner sagt mir das. Die haben doch auch so einen schönen Namen. Sind wir jetzt schon am Ende? Das war ja easy. Das war ja einfach. Warum war das so einfach? Ich will hier gefordert werden oder so. Seitdem ich jetzt hier nicht mehr unter Druck stehe, von wegen No Death Run Challenge oder so, spiele ich plötzlich viel besser. Das regt mich voll auf. Ich will hier gefordert werden oder so. Das regt mich jetzt nicht total auf, aber so ein bisschen schon. Das könnte ruhig ein bisschen schwieriger sein. Also, hier bei den Castles kommt man ja nicht nochmal rein. Hier gab es einen Verarsche-Exit. Genau, das war der erste. Das erste Exit. Ja, das mache ich dann einfach mal. Weil das führt mich dann nirgends hin, außer nochmal ins selbe Level. Das ist richtig verarschemäßig. Das ist so nach dem Motto, wenn du keine Feuerblume hast, dann kommt man nämlich automatisch in dieses Exit. Dann tut sich nämlich kein anderes auf. Weil man eben ja nicht vorbeifliegen kann. Außer man hat noch Yoshi. Also man kann entweder mit der Feder oder mit Yoshi vorbeifliegen. Oder mit beiden zusammen. Das geht natürlich auch. Aber wenn man nur eins von beiden hat, dann ist man ziemlich in den Arsch gefickt. Das wollte ich jetzt nur mal ganz drastisch ausdrücken. Ganz plastisch vor allem. Stellt euch das einfach mal vor. Ihr werdet in den Arsch gefickt. Das ist ein bisschen unangenehm durchaus. Und ich meine, ich darf das jetzt auch sagen. Ich habe nämlich extra gecheckt und so weiter, wie das jetzt ist mit meinen Zuschauerzahlen, mit der Demografie und so weiter. Und da habe ich rausbekommen, dass das halt ich nur wenige weibliche Zuschauer habe. Da kann ich dann auch extra mal männlich Let's Playen und so weiter, finde ich zumindest. Das kann man dann ja auch durchaus mal anbieten. Und das war sehr schlau von mir tatsächlich. Ich meine, ich brauche ja Yoshi nicht. Ich habe ja das Secret, das normale Exit, das reguläre Exit, das Exit, was man nehmen muss. Das habe ich ja schon genommen, dann kann ich auch hier das Falsche jetzt mal, also das Richtige einfach mal falsch nehmen oder richtig nehmen oder so nehmen, wie man es nehmen würde, weil man zu schlecht spielt oder, ach, weißt du was, ich muss mich jetzt hier auch nicht erklären oder so. Das ist doch alles ganz klar. Also man nimmt dann hier die Kletterpflanze, denkt sich, ha, ich habe die geheime Kletterpflanze gefunden und da ist das Exit, yay! Und dann denkt man, yeah, ich habe wieder Chocolate Island ein Level geschaffen, das war super schwer. Das denkt man sich dann, weil das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach.
Da habe ich als Kind durchaus gedacht, Mann, ist das schwer. Und jetzt seht mal, wo euch das hinführt. Ist das nicht mal... Das müssen die mal in heutigen Spielen nochmal machen. Das finde ich so herrlich. Das ist richtig verarschemäßig. Da denkt man sich danach nämlich, ja, vielen Dank auch, Spiel, fick dich, denkt man dann. Das denkt man dann ja allen Ernstes. Das würde ich nämlich auch denken dann.